Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Ja, in der letzten Folge haben wir begonnen, dieses Dorf hier nach und nach auszunehmen. Ist zwar nicht ganz... Oh, was ist denn da hinten? Da ist noch so ein Schrein, geil! Naja, haben wir angefangen, dieses Dorf auszunehmen. Und jetzt, nehmen wir noch das Haus aus und dann fangen wir dann an, diese Trollplage hier zu vernichten. Doch zuerst, ja, mache ich das hier erstmal, diesen Schrein hier eingenommen. Sehr schön. Das Trümmerteil können wir ja leider nicht mehr zurück, denn Damian hat das Trümmerteil völlig zerstört. Da komme ich wohl nicht rein. Was? Können wir nicht rein? Da komme ich wohl nicht rein. Das sind die aber nicht gut. Was denn das für ein Ort hier? Auf diesem Teleporter steht Lager Hohenzell geschrieben. Er führt zum Lager Hafen. Das Steuerfeld wurde zerstört. Okay, zum Hafen kommen wir also. Zurück. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wollen entweder hier reingehen. Lässt sich nicht bewegen. Ja, hier kommen wir nicht rein. Sind also hier hoch. Mein Monster ist gar nicht da, fällt mir gerade ein. Schnapp sie dir! Sollten vielleicht mal herzurufen. Nur so zur Sicherheit. Hier hoch kommen wir wahrscheinlich auch nicht. Ah, doch, wir kommen hoch. Cool. Aber was bringt das genau? Ob wir nur hier reingehen und wir gehen mal hier rein. Ich speichere jetzt nochmal schnell. Und gehen wir hier oben lang. Vielleicht ist das ja eine Abkürzung. Da haben wir einen Troll. Ein Trollbaby. Hält aber auch einiges aus, muss man sagen. Aber wir machen schon deutlich gut Schaden. Und es greift uns nicht mehr an. Tja, Trollbaby. Oh, ist auch mit Trollbaby. Nein, das sind grässliche Kreaturen. Noch ein Trollbaby. Oh, beinahe zugeschlagen. Ja, ist immer noch ziemlich schmächtig. Nicht zu unterschätzen. Okay, weiter geht's. Speichern. Giftzander mit Smaragd und Giftstein. Oh, das ist eine große. Nein, lock da nicht die große an. Das war erst dumm. Lass mal auf das treue Baby rum. Die kommen hier nicht mehr hoch. Okay, Trolle sind extrem dumm, das wissen wir jetzt schon mal. Oh je. Ich kann nicht. Wow, drei, ich vier Schaden nicht. Hat er mir gemacht. Ich bin einfach ein Level zu viel für euch. Da waren die Imps ja eine größere Herausforderung als diese Trolle hier. Ich kann nicht. Trollmutter macht zwar, hat zwar einen Punkt mehr, aber naja. Sehr witzig. Die Trollmutter. Viel Schaden machen wir auch nicht. Aua. Jetzt sind wir schon ein bisschen gelähmt, wenn die uns trifft. Schön. Was für ein Fettklops, ey.
Die Trollbabys, die sind ja auch auf Augenhöhe, aber diese Trollmutter, Riesendinge. Hübsch. Ja, in der Tat, sehr viel Giftstein hier. Und das Auge des Tigers. Das war auch ein sehr seltener Stein, glaube ich. Wenn ich mich da recht erinnere. Ja. Wow. Greift er schon wieder hier an, obwohl das nicht soll. Weil die Trolle, die sind schon sehr dumm. Die lassen sich einfach so beballern. Ohne was zu machen. Und Giftstein, wer hätte es gedacht? Wimmelt also schwere Nachtjägerarmschienen. Mhm. Da oben ist auch noch ein Träumer. Ich guck mal kurz auf die Karte. Da können wir verlassen. Ach, da sind wir hergekommen. Wir hätten auch hier rein kommen können. Glaube ich mal. Jetzt geht's entweder hier lang oder da lang. Hier lag da noch ein Buch. Buch über Drachenfertigkeiten. Sehr schön. Drachenfertigkeiten mag ich immer sehr benutzen. Ja. Kriegen wir da eigentlich hier auch einen Punkt? Nee. Nur bei den Drachenfertigkeiten. Hier sind wir hergekommen. Hier ist die Trollmutter, die können wir eigentlich erstmal in Ruhe. Na komm, killen wir sie. Kriegen ein bisschen EP. Die reagiert gar nicht. Sind die Trolle ein bisschen doof oder kommt mir das nur so vor? Die rechnen einfach nicht damit, dass sie von hinten beschossen wird. Hier wurde so spezialisiert, greif nur das an, was von vorne kommt. Von hinten kann nichts passieren. Auch wenn dir zig Milliarden Pfeile im Rücken stecken, dir kann nichts geschehen. Oh Mann. Die Trolle sind ja die billigsten Gegner ever. Muss man einfach so sagen. Erstmal, die sind extrem lahm und können dich kaum treffen. So, hier hätten wir auch reingehen können. Wollte ich ja eigentlich gar nicht, wollte nur zeigen, dass es da lang geht. Da wären wir nämlich hier reingegangen. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Ja, und machen wir wieder runter. Ich habe gerade die Trollmutter besiegt. Ja. Dann geht's nun weiter. Und irgendwas war hier noch. Ach, da war der Schlüssel, aha. Weiß nicht, ich glaube, musste hier so lang springen. Ich speichere erstmal. Ui. Dann konnte man diesen Schlüssel erreichen. Dann kann man diese Truhe hier öffnen. Mit besonders gut erhaltener, schauderhafter Oberkörper. Ja, ziemlich gut Magie-Rüstungswerte. Schön. Können wir entweder hier lang gehen? Gehen wir erstmal hier lang. Was soll der Geist? Nur nochmal Tiger. Auge des Tigers. Ja, sehr schön. Wie komme ich hier hoch? Irgendwas? Beutetasche? Habe ich gar nicht gesehen. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Mal so im Fels reingeragt. Konnte man gar nicht sehen. Die Gräueltaten von Samuel Welpenschlechter, den schlimmsten aller Magier. Ja, das Buch kennen wir nun auch schon inzwischen.
zum 3000. Mal gefunden. Okay. Ah, da sind ja noch ein paar Trolley. Geh nicht so nah ran. Oh, damit hat sie wieder die nächsten angelockt. Zu schnell. Keine Chance gegen uns. Gegen mich und meine Kreatur habt ihr keine Chance. Die brauchen einfach zu lang. Aber die Attacke ist, die finde ich schön, wenn sie unser Monster wirkt. Unsere Kreatur. Wenn Imps das mit mir machen, finde ich das nicht so schön. Leiche eines Minenwächters mit verärgertes Schreiben. Hm? Trolle. Niemand hat uns etwas davon gesagt, dass wir gegen Trolle kämpfen müssen. Und sie kommen unaufhörlich aus diesen stinkenden Höhlen geströmt. Wir haben schon viele gute Männer verloren. Lupus, Garnus, Heftus. Mann, was haben die für Namen? Euer Tod wird nicht umsonst gewesen sein. Undus wird dafür bezahlen. Wieso? Wie immer diesen Us. Und außerdem, die Trolle sind doch billig. Die greifen ja nicht mal an. Die kommen ja nicht mehr zum Angreifen. Weiß nicht, was die alle haben. Ah, wer ist denn hier? Tja, brauchen wir nichts. Aber dafür, dass sie so leicht sind, bekommen wir eben deutlich auch sehr wenig EP, muss man dazu sagen. Aha. Was ist denn hier? Aua. Hab ich tatsächlich gehauen? Ja, die Mutter kommt schon gar nicht mehr. Trollkrieger ist das. Wow, hab ich einen Angst. Vor diesem Trollkrieger. Der erstmal betäubt ist. Ui. Knappe Sache, was? Kann man sich auch rein theoretisch hier hochstellen? Von hier oben beschießen? Oh, bin ich gemein. Aber was soll man machen? Ey. Okay. Eisenkies. Mhm. Sehr interessant. Und hier kommen wir wahrscheinlich noch gar nicht weiter. Guck mal von der anderen Seite. Die Trolle will ich nämlich auch erstmal weghaben. Bevor wir da hingehen. Müssen wir hier lang gehen? Rein theoretisch. Ach, da wartet auch noch jede Menge Frischfleisch auf uns. Ach, jetzt kommen sie auch an. So, noch die Trollmutter oder der Trollkrieger, je nachdem. Trollen-Runenwächter, aha. Wow. Mist, den kann man gar nicht betäuben. Aber der macht auf jeden Fall ein schönes Tänzchen. Kann man sich auch irgendwo hinstellen. Wow. Dass er ihn nicht kriegt. Also,
Wenn man sich auf irgendwelche Felder stellt, kann man die Gegner in Divinity 2 sehr gut austricksen. So als Tipp. So. Magische Rune, ha? Sehr schön. Aber die brauchen wir wahrscheinlich noch für irgendetwas. Ich kann jetzt nicht einfach so gehen und sagen, ja, verkaufe ich jetzt. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aha, das müssen wir auf der anderen Seite einsetzen. Hier scheint es nicht zu gehen. Dann, oh, was war denn hier? Noch eine Kiste, wo nichts drin ist. Schade, schade, aber was willst du machen? Man kann nicht alles im Leben haben. Manchmal gibt es auch nur leere Kisten. Hier nämlich. Aha, hier ist nämlich eine Rune schon drin, hier aber nicht. Und haben wir das aufgelöst. Mitnehmen können wir die zwei theoretisch nicht wieder. Nee. Okay. Haben wir gerade abgebaut. Oh, schöne Gegenstände findet man hier in der Mine. Schöne Edelsteine. Ginseng. Gut für Heiltränke, das habe ich mir jetzt gemerkt. Kann man erstmal hoch. Hoch geht's auch. Ich glaube, wir sind schon an der richtigen Stelle. Ich warte mal kurz runter. Ach, runter geht's gar nicht. Okay. Dann machen wir jetzt nach oben. Wir müssen wohl oder übel gegen die hier antreten. Tretet aus der Erde, meine Tyrone. Nehmt euch dieses Land, aber wer seid ihr? Gedanken lesen. 1920 EP, es muss es wert sein. Wie gut, dass ich diese Freundschaftsrune am Tor aufgemalt habe. Sonst könnte ich die Trolle nicht in Schach halten. Die Freundschaftsrune. Aha. Dann müssen wir diese zerstören. Ich bin hier, um euer kleines Runenspiel an ein Ende zu bereiten. Ich habe ungefähr 2 Sekunden. Ihr habt ungefähr 2 Sekunden, um eure Meute zu bändigen. Ich komme vom Verein Erde Schwächlinge Feuers, das wahre EV. Und wir möchten, dass ihr Mitglied bei uns werdet. Wenn ich Leute wie euch treffe, wünsche ich mir stets mit Blicken töten zu können. Und warum seid ihr wirklich hier, ohne Zweifel, um mich aufzuhalten? Niemals! Diese rückständigen Bauern haben es gewagt, mir zu widersprechen, und jetzt werden sie dafür büßen. Aber ein intelligenter Mensch wie ihr sollte doch zur Vernunft walten lassen. Wir können sicher eine friedliche Lösung finden, dann lasst ihr mir keine Wahl. Macht euch bereit zu sterben. Wollen wir mal sehen, was eure Lieblinge ohne diese Freundschaftsrunen mit euch anstellen? Zurück! Nein! Deine und herrschliche Lösung. Die Guten, was natürlich nicht das heißt, dass ich Einwände habe. Das ging einfach. Sehr schön. Ein weiterer Gegner. Was würde ich nur tun gegen die Kraft des Gedankenlesens? Für meine Sammlung. Die wirklich wichtigen Dinge sollte man eben nicht denken. Schwache Veredelung der Fernkampfresistenz. Aha. Und Drang für enorme Verjüngung.
Wow. Mundus Tagebuch. Noch ein paar Körbe. Ein Stück Brot. Fertigkeitenbuch. Das ist zu schwer. Was? Holt euch, ich muss dich kaputt. Haben wir noch was? Okay. Buch mit Fertigkeiten. Mundus Tagebuch. Was war denn das für ein anderes Buch? Was ich eingesammelt habe. Ja, so verdammt. Ich hau jetzt erstmal die ganzen Bücher weg. Zum Drachentor. Zum Drachentor. Zum Drachentor. Zum Drachentor. Zum Drachenturm. Zum Drachenturm. Zum Drachenturm. Zum Drachenturm. 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 Zum Drachenturm. Na, müssen wir jetzt erstmal durchlesen, dann später. Drachenturm. Drachenturm. Zum Drachenturm. So, dann lesen wir jetzt erstmal Mundus Tagebuch durch. Die Erde, die Kraft der Erde. Was ist die Erde? Die Kraft der Erde. Ich weiß um sie und ich beherrsche sie. Jetzt, da ich endlich meine Runenportal gebaut habe, kann ich jede Art von Kreatur beschwören, wenn ich die entsprechende Rune finde. Und zu meinem Glück war mein Vater im Besitze einer Trollrune. Ist das nicht wundervoll? Nun endlich werden die Bauern in Hohenzell lernen, mir den gebührenden Respekt zu zollen. Tja, das war wohl nix. War wohl nix. Ach, das habe ich gar nicht eingesammelt, deswegen. Fertigkeit. Jetzt aber. Ist es dann hier bei Vorräte? Benutzen. Yeah. Superst. Giftball können wir mal erhöhen. Eigentlich. So, was es hier noch alles zu entdecken gibt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin. Ciao.